Jo Leute, willkommen zurück. Brandy hier und die letzten Gespräche. In einer Stunde wird Arcturus Mengsk tot sein oder ich. Sollte ich noch am Leben sein, werde ich aufbrechen, um Amon zu suchen. Den gefallenen Xel'Naga. Ein Wesen von unbekannter Macht. Wir haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Warum dann kämpfen? Weil die andere Option ist, sich hinzukauern und zu sterben. Ich wollte nie an Altersschwäche sterben. Ein Kampf gegen einen Gott bis zum bitteren Ende klingt nach einem würdigen Tod. Ich bin auf deiner Seite. Yeah, Baby, geil, geil. Was auch immer passiert, ich bin bereit, meine Königin. Selbst wenn wir scheitern und in dieser Schlacht unser Ende finden, so haben wir doch bereits das Unmögliche vollbracht. Wir haben Mengsk seiner Macht beraubt. Es liegt an den Terranern, diese Chance zu ergreifen. Das ist für die Zukunft des Schwarms nicht von Bedeutung. Das stimmt. Aber es sind noch immer Brutmütter mit ihren Leviathanen im Orbit. Der Schwarm wird fortbestehen. Komme, was wolle. Und er wird sich für immer verändert haben. Ja, da hast du recht. Spürst du es, Mengsk? All deine Pläne, deine Lügen und Manipulationen brechen um dich herum zusammen. Bald schon wird dich all der Schmerz treffen, den du verursacht hast. Ja, das kann schon sein. Jetzt Zagara und Dahaka, bitte nicht so viel. Ich will los. Ich werde mich daran erinnern, was du mich gelehrt hast, meine Königin. Aber die Zeit für Worte ist vorüber. Lass uns töten. Du hast recht, Zagara. Und in dieser Schlacht könnte ich mir niemand anderes an meiner Seite vorstellen. Oh, das ist ja zuckersüß. Du hast mir gut gedient, Dahaka. Wenn ich dir folge, kann ich viel Essenz sammeln. Ich bin froh, das zu hören. Ich brauche dich noch in meinem Schwarm. Die Essenz fließt noch. Ich entwickle mich noch. Ich folge noch. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nun ist es Zeit zu handeln. Da hast du recht, finale Mission. Die tyrannische Waffe wurde zerschmettert. Scheiß auf dieses Gelaber von ihr. Brücke der Hyperion, 1558 Bordszeit. Der Nordostsektor ist geräumt. Im östlichen Korridor gibt es Verzögerungen. Es wird Zeit, Valerian. Die Evakuierung läuft noch. Ich kann es mir nicht leisten, länger zu warten. Versprechen Sie mir, zivile Gebiete zu umgehen. Das kann ich nicht. Arcturus würde das bemerken und gegen mich verwenden. Dann werden Millionen sterben. Nun gut, geht mir aus dem Weg und ich tue, was ich kann. Ja, Rayna, sie ist immer noch ein Mensch. Aber das hast du ja anscheinend nicht kapiert. Du warst so sauer auf dich. Oh, hast Schluss gemacht. Oh, und jetzt ist sie ganz traurig und will dafür den Arcturus Mengs töten. Naja, Falsche Story. Sorry, Leute. Mengs soll sterben, weil Mengs dafür verantwortlich ist, dass sie Kerrigan ist. Also die Königin der Klingen. Ja, jetzt sind wir wieder im richtigen Film, Leute. Ganz genau, deswegen soll Mengsk sterben. Kerrigan, die Würfel sind gefallen. Heute ist der letzte Tag, an dem dein Schwarm den Himmel eines Planeten verdunkeln wird. Korhal wird überdauern, genau wie ich. Ein tolles Zitat. Ich werde es auf deinem Grabstein verewigen. Isham, Zagara, Stukov, Dahaka, all meine Brutmütter, all meine Königinnen, hört mich an. Taktik spielt nun keine Rolle mehr. Jetzt machen wir sie fertig. Greift an und hört nicht auf, bevor sie alle tot sind. So machen wir's. So machen wir's, Kerrigan. Wir hören, kann man von rechts kommen? Anscheinend. Du bist von der Elite der Liga umstellt.
nicht genug sein, dich zu retten. Hinter wie vielen Leichen wirst du dich verstecken? Ich habe genug von deinem Geschwätz. Männer, radiert sie aus. Tja. Dies ist so. Weg mit ihm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du baust mir bitte einen Roach Warren. Und einen Hive. Danke. Deine Königin lauscht. Wir werden, glaube ich, ein... Sei nicht so eine Muschi, Mann. Ah, wir werden uns definitiv diese zweite Zone holen. Ich meine, das ist doch ganz nett, eine zweite Base zu besitzen, oder? Ja, so können wir es mal machen. Ja, das war's dann. Deine Verteidigung lässt zu wünschen übrig, Arcturus. Dafür wirst du bezahlen. Ah ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich spüre... Nein, das kann nicht sein. Oh. Meine Königin, ein tyrannischer Kreuzer bewegt sich auf deine Position zu. Ich kenne dieses... Jim? Bringen wir es zu Ende. Ich hätte nicht geglaubt, dass du zurückkehren würdest. Was auch immer heute passiert, wir stecken da beide mit drin. Wir erledigen das zusammen. Jim, danke. Danke mir später. Jetzt ist Kämpfen angesagt. Yo, Baby, yes! Unsere Streitkräfte werden... So und nicht anders. Zurück, 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 zurück. Ich bin der Schwarm. Jim, solltest du nicht Zivilisten evakuieren? Valerian und Horner haben sich darum gekümmert. Ich hatte anderes zu tun. In Ordnung. Sichere die linke Flanke, während ich mich um Mengs kümmere. Alles klärchen. Wir werden uns hier darum kümmern. Creeps spreaden wir natürlich noch weiter. Was macht denn der da vorne? Er kann sich... er wird sich schon noch verteidigen können irgendwie, also denke ich mal, hoffe ich mal für ihn, weil sonst ist halt sieht seine Zukunft ziemlich düster aus, kann man schon mal sagen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Roaches für uns geholt und jetzt saturieren wir diese komplette Base. Jetzt saturieren wir. Fuck you all. Ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Ich bin der Schwarm. Ihr geht von unten nach oben. Bitte. Oh, jetzt geht's aber los. Was ist es, Dieb? Ah. Ja. Wir werden hier auf jeden Fall noch einiges an Crawlern brauchen. Okay. Wir haben uns ein paar Crawler hier gebaut. Zack, 1, 2, 3. Und der Rest geht mal bitte da lang. Wir brauchen noch mehr Overlords. Wir brauchen Gas. Boah. So, und das waren wieder eindeutig zu viele, wollte ich schon fast sagen. Alter! Alter! Wie übertrieben heftig sind die denn? Ah, die sind natürlich etwas übertrieben heftig. Die waren etwas übertrieben heftig. Ja, dann brauchen wir hier ein paar.
Wir brauchen mal ein paar Crawler. Als Verteidigung. Das ist alles kein Stress. So. Alles Klärchen, Bärchen. Und jetzt können wir an die... Ja, wir brauchen mehr Mineralien, deswegen haben wir ja die ganzen Arbeiter. Aber jetzt können wir doch mal an die Roach Production gehen, bitte. Stinkt hier. So, jetzt haben wir genug Roaches. Denke ich mal fürs Erste. So dass wir uns in Richtung Enemy bewegen können. Ich denke mal, das einzige, was vom Schwarmcluster jetzt gerade zerfetzt wurde, war der hier. Ah ja, aber das ist alles kein Stress normalerweise. Deswegen, ach, jetzt machen wir das hier mal. Machen wir hier neue Roaches, bitte. Danke. Ja. Okay. Das hat's ja zur Folge. Ja, das ist richtig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die können da ruhig hin. Oh, ist ja Zucker, was wir hier machen. Wir müssen uns hier verbinden. Wir sind fast bereit, die Liga anzugreifen. Gleich kann's losgehen. Alles Klärchen, Bärchen. Wir sind fast bereit, sagt er. Ja, machen wir erstmal hier diese Typen hier kaputt. Das kann ich hier nicht anschauen. Mengsk wird untergehen und leiden und oh ja. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man das untergehen wird. Ah! Er ist ja hier wie im Paradies. Himmelsturm Schwadron. Zerstört die Hyperion. Eine ziemlich große Flotte ist auf dem Weg hierher. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Ja? Die schicken wir dir dann rüber. Ah ja, aber sonst ist alles kein Stress. Und wir werden hier weiterlaufen. Zwischendurch schalten Sie die Befestigung. Achso. Ja. Oh, ist ja hier wie Zucker. Ja, unsere Streitkräfte. Den Rest müsstest du machen, Jim. Ich habe leider keine Anti-Air für dich aufgebaut. Aber jetzt... Wenn wir Hydralisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Wir kennen keine Grenzen. So, machen wir das hier. Wir verzehren alles. Es ist Zeit. Attacko. Ah, das ist ja hier wie ein Zuckerguss. Der Weg ist frei, Zagara. Bring deine Truppen in den Sektor. Yes, baby. Mit Vergnügen, meine Königin. Yes, baby. Der Schwarm erobert alles. Hit me, baby, one more time. Macht euren Frieden. Und dann machen wir mal eins noch, und zwar brauchen wir A. Ja, das ist alles kein Stress. Wir haben so viel Gas gesammelt gehabt, das ist schon mal... Wir haben 6 Geysire, die gleichzeitig arbeiten, das ist schon mal von Vorteil. Nein, wir haben nicht 6 Geysire, das ist ja eine Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt, was ich da gerade von mir gegeben habe. 6 Geysire, die aktiv sind, sehen anders aus.
Creep Spread. Deine Königin lauscht. So, wir gehen dann mal da durch. Das ist nicht gut. Oh, nein, wir machen das hier hin. Bitte. Was du heute kannst besorgen? Gewagt. Dieser Planet gehört mir. Okay. Wir kennen, ich werde vergessen. Wir bereiten unseren Angriff auf die Liga vor. Sind bald bereit. Erobert alles. Alter, die gehen so richtig ab. Das ist ja fett. Diese Drecksviecher, echt, ey. Hier haben wir zwar noch eine Base, aber die werden wir niemals halten können. Ja, warum mal hier 28.000 Geysire oder was? Zerstört dieses verdammte Schiff! Schwere Kreuzer nähern sich. Könnte deine Hilfe gebrauchen, Sarah. Kannst du haben, Kumpel. Bekommst du auch. Jim Ray. Okay, wir sind schon mal hier. Erstmal heilen. Deine Königin lauscht. Okay, wir brauchen noch mehr Wispingas. Das sage ich schon mal. Kann man schon verstehen. Okay. Dann machen wir das Ganze mal so, bitte. Kräfte werden angegriffen. Ah, ist ja Zucker. Attacker. Ja, du wirst Vergeltung üben. Oh, das ist ja hier wie aus Zuckergüssen. Ich werde nicht zulassen, dass du der Menschheit ihre einzige Chance auf Erlösung nimmst. Ja. Ah, erstmal hier schön zusammenkommen, erstmal heilen. Okay, wir gehen weiter. Wir müssen nämlich... Oh. Ich dachte schon. Unsere Basis, dachte ich schon, ist gleich außer Gefecht. Oh nee, die haben meine Mutas auseinandergetrieben. Und andererseits ist das hier alles kein Stress gerade. Okay. Ja. Oh, die haben mir fast alle Mutalisten geschoben. Fuck, das hat echt wehgetan. Fast alle meine Mutas hat's erwischt. Ah, oh, das wehgetan. Alle fast erwischt. Oh, ich kann das echt nicht haben. Ich kann das echt nicht leiden, wenn meine Mutas draufgehen. Okay. Des Weiteren haben wir echt nicht mehr. Ne, anscheinend nicht. Ach Gott. losgehen. Ja, Kerrigan kann euch jetzt heilen. Stukov seiner Armee geht hier durch wie nischt. Wir hier jetzt gleich auch. Und wir rushen mal durch zum dritten Tor und machen hier alles frei. Es ist die Elite der Liga, habe ich gehört. Ne? Also hier, zack, alles weg. Zeba will schon weg. Ne? Also hier, ganz einfach. Ah ja, ist alles easy peasy hier. Schön hier jetzt rüber schicken. Ah ja.
hundsgemein. Meine ganzen... Die Straße ist frei. Der Hacker schickt den Rest deiner Brut in die Stadt. Ja, ihre Essenz wird ein Festmahl für uns sein. So, ab jetzt nur noch Zirklinge. Ich möchte einmal eine richtig fette Army zusammenstellen aus nur Zirklingen, ne? Also... So, des Weiteren brauchen wir Hatcheries. Drei Hatcheries reichen, damit wir immer sicher genügend Zerklinge produzieren können. Würde ich jetzt mal behaupten. Also hier schön den da auspacken. Und ja. Sind sie jetzt alle da, meine Zerklinge? Nee, die sind alle auf dem Weg. Kein Problem. Habe ich auch nichts dagegen. So, hier können wir noch... Erinnerst du dich hieran, Rainer? Es war sehr nett von deinen Komplizen, ihn mir dazulassen. Ja. Mist, diese Signatur würde ich überall erkennen. Er hat den Odin geschickt. Sarah, lass dich nicht aufhalten. Du musst das hier zu Ende bringen. Mach ohne mich weiter. Nö. Niemals. Halte durch, Jim. Ich komme. Ich komme. Wir holen uns den Odin von hinten. Wir passen uns an. Oh, yeah. Gewagt. Ach du Scheiße, diesmal zerlegt's meine komplette Army, habe ich das Gefühl. Diesmal zerlegt's meine completely Army. Oh, nee, doch nicht. Sorgen um uns. Wir kämpfen noch. Ja, das glaube ich dir. Oh yeah. Oh, bitch. Oh, guckt euch die kleine Armee an. Oh, ist ja hier Zucker, was wir hier machen. Meine Jungs machen sich bereit, die Liga anzugreifen. Okay. Wir machen uns bald auf den Weg. Gut, dass du immer so viel Truppen hast, ne? Also, du weißt Bescheid, Jim. Oh, warum werden die angegriffen? Von wem? Ist egal, wer es ist. Da habe ich genug Crawler, um das zu verteidigen. Und in dem Fall werden wir dann auch so vorgehen. Machen wir mal so. Ah ja, es ist jetzt alles kein Stress mehr. Oh, ist das geil. Dieses Gefühl. Nein, nein. Oh, ist das geil. Jetzt räumen wir hier einfach mal durch. Kommt schon. Einfach durch. Einfach durchrennen. Bitte. Einfach komplett durchrennen, meine Freunde. Einfach alles, was ich habe. Einfach nur durchrennen, okay? Oh, das ist hier Zucker. Oh, oh yeah. Kerrigan macht alleine so ein Ding fertig. Und jetzt. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Oh. Die Liga der Menschen ist stärker als du. Wir werden Zeuge sein, wie der Wind seine Asche davonträgt. Ja klar. Männer, haltet die Königin der Klingen auf. Ja, wovon träumt denn der eigentlich noch nachts? Yes, das war's. Das war's. Zagara, übernimm das Kommando. Ich habe eine Verabredung mit dem Imperator.
Lang lebe die Königin. Oh yeah, baby. Yes. Lang lebe die Königin. Yes. Und weiter geht's im Text. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Traumhafte Grafik. Ja, was machst du jetzt, Mengsk? Da sitzt er nun. Packt seine Zigarre des Sieges aus. Meine Liebe, ich fürchte, du hast das Spiel verloren. Wirklich? Glaubst du, ich ließe ein Tier wie dich in meine Nähe? Ohne mich dagegen abzusichern. Du bist ohne Zweifel mein größter Fehlschlag. Doch nun ist es soweit. Du wirst sterben. Schlechter Plan. Du kannst niemals genug leiden für all das, was du zerstört hast, Arcturus. Du bist nur noch ein Monster, Kerrigan. Du hast uns alle zu Monstern gemacht. Kleine Explosion zum Schluss, kein Problem. Heart of the Swarm macht's möglich. Meiner Identität.
den Mann, den ich liebe. Doch ich stehe diesem Feind nicht allein gegenüber. Ich bin der Schwarm. Sensationelles Ende, würde ich behaupten. Ja, also, was soll ich sagen? Das war Heart of the Swarm, Leute. Sensationell einfach. Ich fand, das waren, also ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir da jetzt einfach mal durchblättern. Sensationell. Sensationell einfach. Ich bin sowas von begeistert. Und, geiles Spiel auch. Also, mir fällt auch nicht viel dazu ein. Die Story ist natürlich übermenschlich geschrieben, grafisch nicht zu toppen. Auch wenn wir die Grafik etwas runtergeschraubt haben. Die Länge war auch in Ordnung. Ich meine, das müssten jetzt auch knapp 40 Parts sein oder 30 so. Also ist nicht wenig. Und ja, es hat mich einfach berührt, die Story auch. Also ich fand sie auch teilweise richtig geil, aber auch teilweise unnötig. Beispiel Matt Horner und seine Freundin da. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also ja, ihr wisst Bescheid. Ja, Leute, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß, genießt den Abspann und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Chosen!